Eiswüste von Fendrana. So, hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime. Ja, im letzten Part haben wir unsere neue Waffentechnik hier bekommen, nämlich den Wavy-Boom. Und ja, den Doppelsprung haben wir jetzt auch schon lange bekommen und ja, jetzt heißt es, wir können. Oh Gott, Duffy, ich kann euch ja kurz demonstrieren, wie stark der Wavy-Beam ist. Der ist um einiges stärker als der Power-Beam. La los, na komm du, wie? Hallo? Ja, wusste ich doch. Nämlich BAM! Und da ist er schon down. Jawohl. Wunderbar. So, und zwar mit dem Wave Beam können wir jetzt. Ich kann euch mal zeigen, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich weiß es selber gar nicht. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Genau, da können wir jetzt diese. Wie zoome ich denn ran so? Diese lilanen Türen hier öffnen und da gehen wir doch jetzt direkt hin. Und da muss ich. Ah, nach oben. Okay. Schön. Hallo Vieh, ne? Und mit unserem Doppelsprung kommen wir doch jetzt irgendwo hier ganz beherzt drauf. Wo war denn das? Aua. Nämlich hier, glaube ich, oder? Hup, und jawohl! Schön. Und da müssen wir nicht mehr ganz außen rum, also ist schon einige Ersparnis. Ja, ihr Viecher, lasst mich in Ruhe. Na los. Na los. Ah, schön. Zerstöre ich die Viecher? Da oben ist übrigens die Tür, wo ich gemeint habe. Und hier ist wieder so ein Miau. Ich weiß aber gar nicht selber nicht, wo das ist. Und hier komme ich jetzt hoch mit dem Doppelsprung überhaupt. Erstmal. So, Duffy, du steppst auf. Und wupp. So, habe ich das schon gescannt? Ja, habe ich schon. Okay. Das können wir mit einer Rakete, können wir nach unten fallen lassen, um einen neuen Weg zu ebnen. Ja, das war cool. Aber kein Problem. Und wupp. Jetzt muss ich überlegen, wo war das Upgrade? Keine Ahnung. Dummes Vieh. So. Hier sind erstmal wieder diese. Habe ich die schon? Ja, die habe ich schon gescannt. Okay. Dann könnt ihr euch gerne umbringen, wenn ich euch schon gescannt habe. So, Duffy, du stirbst. Und hier war es, glaube ich. Aber hier komme ich, glaube ich, noch nicht durch, oder? Extreme Hitze geschmolzen werden. Ja, das wird noch lang nicht. Viel später. Aber ihr könnt ja mal auf eure Merkeliste schreiben, falls so eine überhaupt jemand führt. Ich glaube zwar nicht, aber egal. Und da sind wieder diese Viecher. Sind das eigentlich die anderen? Wupp, wupp, wupp. Schön. Nein, das sind doch genau dieselben. Ah, okay. Rotes Blut. Boah, das tat weh. Die habe ich nicht gesehen. Und hier. Was gab es denn hier? Ach, hier ist erstmal ein neuer Mechanismus-Typ, nämlich ein Gyroball-Generator. Da müssen wir rein und mit unserem Boostball hier so lustig drehen. Und hier ist wieder dieses Niau. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Ja, alles weiß ich auch nicht auswendig, leider. Und ja. Hier ist noch so ein Gyroball-Generator. Den aktiviere ich doch auch gleich. Wupp, wupp, wupp. Und wupp. Hallo? Wupp. So, und jetzt müssen wir nach oben. Und nach oben geht's da. Da geht... Nicht. Das war dumm. Und hopp. So. Und hopp und hopp. Und hopp und hopp. So, jetzt könnte ich hier theoretisch aktivieren. Aber ich glaube, hier gab es noch irgendwo. Irgendwo gab es hier noch was. Aber wo? Irgendwo gab es hier was. Ich habe es leider vergessen, wo es ist. Ich werde es schon noch finden. Ich aktiviere jetzt erstmal das hier. Damit flutet sich nämlich das Wasser hier. Das Wasser flutet den Raum, so gesagt. Die Ebene ist ja kein Raum. Ach, ihr wisst, was ich meine.
Mann. So, auf jeden Fall können wir jetzt darüber und darüber und darüber. Und da ist es, ich hab's gesehen. Da ist das Secret. Nämlich hier. Jetzt warte ich erstmal, bis das Wasser runtergeht, dann kann auch die wieder rein und Energiekristall. Yeah. Und hier ist das Loch, wo wir wieder nach unten kommen. Ja, deswegen wollte ich warten, bis das Wasser weg ist. Naja. So, jetzt aber das gleiche nochmal. Hupf und hupf. Und hupf. Und hupf und hupf. Jawohl. So, hier hochhupfen und aktiviere ihn. Und jetzt kann ich euch sagen, Leute, jetzt kommt erstmal ein ganz episches Level. Ah, schön wird das. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube, der eine oder andere von euch wird es lieben. Ich will da jetzt keinen ausdrücklich nennen, aber ich denke mal, den einen wird es gefallen, wo ich meine. Derjenige weiß schon, den ich hier anspreche. So. Und hupf. So, und jetzt geht's hier links. Diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Ein nahegelegener Schaltkreis muss eine Induktion erfahren, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Dazu würde sich ein starker Beschluss belegen, durch Energie eignen. Der Schaltkreis gibt eine Wärmemuster ab, das im normalen Spektrum nicht sichtbar ist. Viele Hinweise darauf, wie was wir als nächstes bekommen. Aber hier gehe ich jetzt erstmal rein. Und hupf. Denn hier ist eine Speicherstation, nur mal so für Info. Aber ich gehe jetzt auch gleich wieder raus, denn ich habe eben erst ein Speicher. Und hupf. Bisschen Energie wäre cool. Danke, danke. Das war zwar keine Energie, aber egal. So. Und jetzt kommen wir hier zu... Ah, so. Links ist das neu. Bist du neu? Ist anscheinend nicht neu. Hey, du bist nicht neu, okay. Ja, da kann ich euch gleich mal was zeigen. Und da habe ich doch was gehört. Ja, ich habe was gehört. Wow, was bist du denn? Was bist du denn? Uiuiui. Was bist du denn? Neue Eintragung in die Datenbank des Bereichs Typisierung vorgenommen. Schattenmirat. Wird dann Einsätze ausgebildet und ausgerüstete Pirateneinheiten. Diese ausgewählte Gruppe der Weltraumpiraten hat zugreifen auf eine hochentwickelte Tarntechnik. Allerdings ist der Energieverbrauch dieser Ausrüstung verhältnismäßig hoch, so dass sie sich allein nicht auf Nahkampfwaffen verlassen müssen. Bei Bekämpfung dieser Einheiten empfiehlt sich daher die Verwendung von speziellem Sichtgerät. Ja, einen Arsch. Die machen wir einfach so kaputt. Und das hier wollte ich zeigen. Damit kann man die außer Gefecht setzen. Da zerstören die sie nämlich selbst. Wenn man denen einen aufgeladenen Wave Beam Schuss abgibt. Und ja, ihr habt schon gesehen. Schattenpirat! Weltraumpiraten! Was hier? Ja, die Weltraumpiraten haben sich nämlich hier niedergelassen. Ich knall hier erstmal hier rum ab. Tschüss. Zerstör dich, danke. Hier wird's gleich episch. Defeat enemies to unlock doors. Ja, auf geht's, los geht's. Ah, ich freue mich schon. So, erstmal scannen hier diesen Typen. Neuer Bereich. Typisierung. Weltraumpirat. Hochaggressive, intelligente Spezies. Geübt im Umgang mit der Waffe und im Nahkampf. Weltraumpirat verwendet im Kampf elektronisch beschleunigte Kanonen und ab und ab und angebrachte Säbelklingen. Diese Spezies strebt danach, die dominierende Kraft in der Galaxie zu werden. Und ihre Technologie könnte ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dabei interessiert es die skrupellosen und unnachgiebigen Piraten nicht, welche Konsequenzen mit der Verwirklichung verbunden sind. Sie verhalten sich rein, ergeben sich orientieren und verfolgen ihre Vorsätze mit äußerster Brutalität und Zielstrebigkeit. Und ihr hört schon die Panikmucke? Ah, ich finde es episch. Und jetzt geht's los und was? Und Nummer 2. Nicht getroffen. Verdammt. Yeah und yeah. Und auf ins Getümmel. Yeah! Bam! Mal zur Variation, mal den Waffenbeam wechseln. Brauchst du nicht zu verstecken? Hier bin ich! Ah, die fliegen immer so schön weg. Ja, wir sind hier in einer, in einem Labor der Weltraumpiraten angekommen, nur mal so zur Info.
Was hier erforscht wurde, ja, das werdet ihr gleich sehen. Hier gibt es erstmal die Karte des Gebiets. Die Karte Daten wurde übertragen. Hier, dann will ich ja mal das Gebiet zeigen. Das ist sehr weitläufig, muss ich sagen. Hier geht's so, dann geht's hier hoch, dann geht's wieder zurück und dann den ganzen Weg wieder zurück. Ja, das wird sich jetzt über einige Parts hinziehen, glaube ich. Aber kein Problem. Aber gerade erst die Aufnahmesession gestartet, also kein Problem. Miau, 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 miau. Gib mir dann jetzt. Aber hier, das war's doch hier bestimmt noch nicht. Das ist doch bestimmt noch mehr. Na? Wer will? Rambole. Rambole? Rambole? Okay, keiner. Gut. Du Vieh, stirbst! Und... wo bist du Vieh? Da bist du Vieh! Okay, stirbst auch. Und weiter geht's. Düb, 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 düb. Okay. Hier ist ein Kraftfeld, das deaktivieren wir doch mal schnell und auf geht's. Na, wer will? Wer will Rambole? Du, okay. Wow, episch ausgewichen, Junge. Und zack. Und Feuer. Na, wer will? Wer will von euch? Na? Einer, okay. Warum wollt ihr nicht? Traut ihr euch nicht, oder was? Hier mal auf Gott rein. Gut, ich räume erstmal auf und dann schaue ich nach Scandart und sowas. Wenn hier diese Panikmucke aufhört. Wow! Und zack! Und voll weggefetzt! Und zack! Und bam! Wow! Hier nicht so. Wow! Den habe ich schön verbrennt. Miau. Wow! Nicht mit mir, Freundchen! Und zack! So, wer will? Wer will? Wer will? Wow, 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 wow. Miau. Und schön gebritzelt! Ja, wie ihr vielleicht merkt, mein Kampfstil ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich wechsle gerne mal zwischen den einzelnen Waffen hin und her, also es macht mir Spaß. So, und hier die roten Eindränge, die müssen wir natürlich alle scannen, weil das ist wichtig und so. Und dann, wenn ich hier durch bin, kann ich euch mal verraten, was in den einzelnen Scans so vorkommt. Aber davor muss ich euch noch was zeigen, bevor ich euch das sagen kann. Deswegen warten, müsst ihr noch ein wenig Geduld haben. So, kann ich hier irgendwie noch was scannen? Dann höre ich wieder so, miau. War das da? Aus Kordit, ja. Kordit können wir leider doch nicht aufmachen. Leider, leider, leider. So, wo gab es denn hier noch was? Gab es hier noch irgendwo? Nee. Nichts Rotes. Okay. Nichts Rotes für mich. Gut. Ah! Wand! Wand! So. Aber hier unten gab es auf jeden Fall Scans, das weiß ich. Ja, nämlich jetzt drei Stück gleich. Nummer 1, Nummer 2 und hallo? Nummer 3. So, dann. Ah, hier gab es noch einen, okay. Und zwar genau der hier. Nummer 4. Ich glaube, diese Dinger konnte man auch. Ja, mit Raketen kaputt schießen, genau. Aber das gab's hier. Hier gab's weiter nichts in diesem Raum. Wow, wow, ja, später, du liebes Item. Düpp, düpp, düpp. Das ist so ein bisschen Energie, wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Naja. So, gibt's hier nicht irgendwo noch Kisten? Okay. Gut, ein bisschen weiter gehe ich noch, dann muss ich leider schon den Part beenden. Hupf. Oh, hier gibt's neue Gegner, oder? Nein. So ein Vieh, okay. Wupp. Und wupp. Da hat sich selber zerstört.
Wow, noch so ein Vieh, okay. Wupp. Kaputt. Hier kommt, glaube ich, auch gleich ein neuer Gegner, oder? Oh, da ist ja noch so ein... Uiuiui. Kommt doch ein neuer Gegner, oder? Ich weiß es doch. Nicht? Okay, dann war es eine andere Stelle, wo ich jetzt gedacht habe. Gut, die Kisten, die mache ich noch kaputt. Miau, miau. So, aber bevor wir jetzt durch diese Tür hier gehen, beende ich erstmal die Part. Das war Let's Play Metroid Prime für heute. Und ich würde mal sagen, man sieht sich dann im nächsten Part. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.